Ja, ein ganz normaler Christ. Jetzt ist die Frage, über was spricht er denn heute Morgen? Ich war froh, dass die Ankündigung war, Johannes Vogel spricht über das Thema ein ganz normaler Christ. Wenn da gestanden hätte, Johannes Vogel ein ganz normaler Christ, das wäre schlimm. Dann hätte das irgendwie so komisch ausgesehen. Also ich bin froh, dass das so getrennt war. Ich möchte heute mit uns über ein Thema sprechen, was uns alle eigentlich angeht. Ein ganz normaler Christ zu sein. Ich habe von einer Begebenheit gehört, ein hauptamtlicher Diener Gottes, ein Pastor in England. Er war dort und er hatte eine ganz besondere Eigenart. Er ging einmal am Tag auf den Bahnhof in seinem Örtchen dort. Und dieses Örtchen in England, das war ein ganz kleiner Ort. Alle in diesem Ort waren Christen. Und es gab auch eine Bahnstation. Und zu dieser Bahnstation ging er einmal am Tag und guckte, wenn die Züge rein und raus fuhren. Und die Gemeinde, die ihn angestellt hatte, sagte, ja, interessanter Mann. Aber der tat das wirklich jeden Tag. Und dann irgendwann hat die Gemeinde gesagt, also da gehen ja ganz schön viele Stunden drauf, wenn er immer da hingeht an die Station und guckt, wie die Züge rein und rausfahren. Dafür haben wir ihn eigentlich nicht eingestellt. Wir zahlen ihn ja auch, also das ist ein bisschen heftig. Wir sollten mal mit ihm sprechen. Und dann haben sie ihn zitiert, haben gesagt, komm mal, setz dich dahin. Also wir haben dich nicht dafür bezahlt, dass du immer den Zügen hinterher guckst und wenn die kommen und so weiter. Und dann hat er gesagt, wisst ihr was, ich predige euch jeden Sonntag. Deswegen habt ihr mich eingestellt. Die Kindergottesdienste mache ich auch noch. Die Trauungen, die Taufen, die Abdankungen, Beerdigungen mache ich auch. Ihr verlangt sogar, dass ich bei jedem Vorsitz vom Gemeinderat den Vorsitz übernehme. Aber eins, das gebe ich nicht auf. Täglich zum Bahnhof zu gehen. Dort sehe ich das Einzige in unserer Gemeinde, was ich nicht schieben oder drücken muss. Puh. Ist das noch eine normale Gemeinde? Ich habe mich das gefragt, als ich das gelesen habe. Wie war das denn bei den ersten Christen damals in den ersten Gemeinden? Da gab es ja noch gar nicht so Pastoren oder Pfarrer, Hauptamtliche, die verkündigt haben. Es gab weder die Kirchen mit ihren im Staat fest verankerten Steuern, Kirchensteuern. Es war von der Struktur ja bei der damaligen Kirche sehr viel einfacher. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das normale Leben als Christ in der ersten Kirche, das war gar nicht so einfach. In der ersten Gemeinde. Und trotzdem, die Botschaft des Evangeliums war damals schon eine absolut weltbewegende Macht. Aus was für Menschen, habe ich mich gefragt, bestand denn damals diese erste Kirche, diese erste Gemeinde oder die Gemeinden, die so entstanden sind durch die Apostel? Was waren das für Leute? Waren die so unterschiedlich zu uns heute hier, Dübendorf? Waren das solche Leute vielleicht wie die in dieser englischen Gemeinde? Nein, ganz bestimmt nicht. Schlagen wir mal auf die Bibel und schauen uns mal eine der ersten Gemeinden an. 1. Korintherbrief. Schlagt mal auf, wenn ihr eine Bibel mit dabei habt. 1. Korintherbrief. 1. Korinther 16. Da geht es um diese Gemeinde in Korinth. 1. Korinther 16, die Verse 15 und 16. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, ihr wisst, dass das Haus des Stephanas, der Erstling von Achaia, ist und dass sie sich dem Dienst an den Heiligen gewidmet haben. Ordnet auch ihr euch solchen unter und jedem, der mitwirkt und arbeitet. Dieses Bibelwort zeigt uns ein typisches Gemeindeglied der ersten Gemeinde, nämlich Stephanas.
Das ist kein Tippfehler. Stephanas, nicht Stephanus. Stephanas. Also ich muss euch sagen, ich habe sehr oft diesen Abschnitt gelesen und ich habe so auch dann so gedacht, ja, ich kenne Stephanus, das ist bestimmt so der gleiche und so. Und dann habe ich nochmal überlegt, kann ja gar nicht sein, weil der Stephanus, der ist ja eigentlich schon tot. Das ist ja Apostelgeschichte 7, wo er gesteinigt wird und da war der Paulus, war ja bei der Steinigung damals noch als Saulus dabei. Und hier schreibt der Paulus dann an den Stephanus und bezieht ihn damit ein von dieser ersten Gemeinde. Also der ist gläubig geworden durch den Paulus. Also das geht gar nicht, dass das der gleiche ist. Deswegen auch keine falsche Schriftweise, wenn man liest Stephanas. Und als ich das dann so gelesen habe, da wurde es mir stutzig. Da habe ich gedacht, den Kerl musst du dir mal näher anschauen. Was war das für einer? Er wird nur hier im 1. Korintherbrief erwähnt. Und zwar einmal in 1. Korinther 1, Vers 16 in einer Aufzählung und dann nochmal hier in 1. Korinther 16. In keinem anderen Buch erfahren wir etwas von diesem Stephanas. Nichts. Er gehört nicht zu diesen Großen, die einzelne Bücher sogar geschrieben haben. Er ist nicht der irgendwo so, ja, der Mann Gottes ist, der irgendwo erwähnt wird wegen Heldentaten. Er ist nicht in Hebräer 11 aufgeführt, in dem Glaubenskapitel. Nein, da finden wir ihn nicht. Es scheint so am Anfang, als sei er nur ein ganz einfaches Gemeindemitglied, dieser Stephanas, aber einer, den die Gemeinden heute brauchen würden, dringender denn je, diesen Stephanas. Weil, das ist mir im Studium aufgefallen, dieser Mann, ein ganz normaler Christ, kann uns heute zum Vorbild werden. Er war ein normaler Christ und so ja auch die Predigt heute. Und ich möchte es jetzt lüften, Stephanas, ein ganz normaler Christ. Stephanas, ein ganz normaler Christ. Was zeichnet denn diesen ganz normalen Christen aus? Auf jeden Fall möchte ich sagen, er hatte Mut zum Glauben. Er hatte Mut zum Glauben. Das ist mein erster Punkt heute Morgen. Mut zum Glauben. Guckt mal rein bitte nochmal in Vers 15. Ihr wisst, dass das Haus des Stephanas der Erstling von Achaia ist. So heißt es hier in Vers 15. Sie haben als Erste den Glauben an Jesus Christus angenommen. Stephanas, der hatte Mut, das zu tun. In dieser römischen Provinz Achaia hat er gesagt, ja, ich nehme den Herrn an. Korinth war in der damaligen Zeit die Hauptstadt von Achaia. Und dieses in Vers 15, das liest sich wie so ein Jubelruf. Das ist so, der Erste. Wow! Sind ja gerade so Leichtathletik-Weltmeisterschaften, ne? Macht die Schweiz auch mit? Ja, ne? Oder? Habt ihr eine Medaille schon? Ich weiß es gar nicht. Ich bin so nicht Leichtathletik, sieht man mir ja auch an. Aber Mensch, die... Wenn dann der Letzte so da durchläuft und der ist der Erste und dann, wow, ich bin der Erste. Hier, ich habe es geschafft. So liest sich das für mich hier. Er war einer der Erstlinge in Achaia. Wie so ein Jubelruf. Wer möchte nicht unter den Ersten sein? In der Gemeinde, erste Reihe, okay, da sitzt keiner. Aber hinten ist immer voll. Aber in der Gemeinde die Ersten sein, wenn es zum Essen geht, wir haben es gerade gehört, Apero, ne, dann sind wir die Ersten. Wenn es ums Meckern geht, da sind wir auch die Ersten. Bevor der Apostel Paulus nach Korinth reiste, war er erst in Athen. Und dort verkündigte er das Evangelium. Bitte, guckt mal rein, Apostelgeschichte 17. Apostelgeschichte 17. Und da ist er auf diesem besonderen großen Platz. Bibelleser wissen mehr, ihr wisst es. Auf dem Areopag und er verkündigt dort das Evangelium, Apostelgeschichte 17, ab Vers 22, so da kann man das mitverfolgen, wie er dort das Evangelium verkündigt. Und dann heißt es auf einmal in Vers 34 hier, einige Männer aber schlossen sich ihm an.
Er hatte also das Wort Gottes verkündigt, einige Männer schlossen sich ihm an. Der größte Teil lehnte aber das Evangelium ab, heißt das eigentlich im Umkehrschluss. Weil da waren ja nicht nur die paar Männer auf dem Areopag, da waren viele. Ist das nicht heute genauso noch? Wenn du nach draußen gehst, wenn du das Evangelium verkündigst, dann kommen die Leute nicht an und sagen, ja, endlich, auf dich haben wir gewartet. Nein. Sie verspotten dich, sie sagen, du, Christ sein, will ich nichts mit zu tun haben. Genau die gleiche Situation wie da. Und jetzt kam der Paulus mit diesen gemischten Gefühlen in diese Stadt Korinth. Wie wird das wohl in dieser großen Metropole? Wer wird hier wohl als erster Christ werden? So könnte ich mir vorstellen, hat der Paulus gedacht. Ob sich überhaupt einer findet, der sich für Jesus entscheidet? Hören die hier überhaupt auf das Wort Gottes? Fühlen wir uns nicht auch manchmal so, wenn wir so oft schon vielleicht etwas weitergegeben haben und nichts bewegt sich in unserem Umfeld, bei unseren Freunden, Verwandten, Nachbarn? Es ist heftig, wenn man das Evangelium verkündigt, wenn man Christ ist und es passiert einfach im Umfeld nichts. So geht es uns genauso. Mit dem, was wir erlebt haben, gehen wir dann auf einmal in neue Herausforderungen hinein. Was kommt, was wird wohl diesmal sein? Traue ich mir etwas zu sagen, wenn ich das nächste Mal Kontakt habe mit jemandem? Nach dem Gottesdienst vielleicht, ich bin neu motiviert worden, ich habe eine neue Erkenntnis aus dem Wort Gottes bekommen. Wie wird das sein? Setze ich das jetzt um am Montag oder bin ich nur so ein Aquarium-Christ? Fische schlucken. Ihr habt ein schönes Aquarium im Seniorenzentrum drüben, ganz toll, super. Schön groß, große Fische drin, aber die machen immer nur... Bist du so ein Christ? Sitzt du in der Zionshalle Aquarium? Oder passiert etwas? Am Montag, in der nächsten Woche. Unsere Bibelschüler sind gerade unterwegs. Praktikum. In 2 Wochen geht es bei uns los mit der Bibelschule. Ich bin gespannt, wenn sie zurückkommen. Sie kommen von der ganzen Erde, auf dem ganzen Erdenrund verteilt. Haiti, Kanada, Österreich, Schweiz. Ist ja fast beieinander. Deutschland, Moldawien, überall sind sie verteilt gewesen. Jetzt kommen sie zurück. Sie werden erzählen von dem, was sie erlebt haben. Ich bin gespannt darauf. Haben sie es umgesetzt? Paulus, er lässt sich nicht aufhalten. Er hatte den Mut zum Glauben und zum Weitergeben des Evangeliums. Die Voraussetzungen in Korinth dazu waren aber nicht günstig, weil Korinth war für seine moralische Verkommenheit bekannt. Diese Stadt war am Boden, wenn man von der Moral ausgeht. Die Menschen, die in dieser Großstadt, in dieser Megacity lebten und zusammenströmten, sie waren froh, dass sie von ihren Dörfern weg waren, von diesem ländlichen Leben, aber auch von diesen veralterten Vorstellungen. Sie wollten etwas erleben in dieser Stadt Korinth. Korinth war wie so ein, ich möchte mal sagen, so ein Schmelztiegel von allem und jedem. Wolltest du was ausprobieren? Geh nach Korinth. Da tummelten sich die Religionen der Welt. Würden sich diese Menschen denn den Wertvorstellungen des Gottes Israels, der Bibel, unterordnen wollen? Paulus ergriff zuerst das Wort in der Synagoge. Paulus machte das immer, wenn er unterwegs war. Er ging zuerst immer in die Synagoge. Er wusste, dort wird das Wort Gottes verkündigt. Dort waren jüdische Menschen. Dort gehe ich auch hin. Und nach kurzer Zeit machte man ihm dann aber verständlich in der Synagoge, hör mal, Paulus, also mit dir hier in der Synagoge, das ist nichts. Wir wollen das nicht hören, was du da sagst. Leute mit klarer und eindeutiger Botschaft sind bis heute unangenehm für eingeschlafene Kirche- und Gemeindegänger. Dann müsste man ja aufwachen. Dann müsste man ja was tun. Dann müsste man ja tatsächlich an die ganze Bibel glauben.
was da drin steht, von der ersten bis zur letzten Seite. Nee, das lassen wir mal lieber. Also der sonntägliche Kirchenschlaf ist doch eigentlich der beste, richtig? Hoffentlich nickt jetzt niemand. Das ist aber doch so. Muss der so laut sein? Macht mal leiser da hinten am Mischpult. Und dann geschah dieses Wunder. Dieses Wunder, dass ein Mann im Gewissen unruhig wurde, ein hungriges Herz hatte und dieses Wort, was der Paulus sagte, aufnahm und sagte, das ist es und das will ich tun. Ich will Gott in meinem Leben erfahren. Das, was Paulus gesagt hat, dass er über Gott erzählt hat, der Paulus, das nahm dieser Mann, dieser Stephanas, auf. Was hat denn der Paulus da besonders verkündigt? Hatte der Paulus vielleicht ein besonderes Evangelium? Hatte der was Neues? Hatte der irgendwie so ein Power-Evangelium oder irgendwie so eine besondere Neuheit oder sowas? Schlag doch mal auf, was der verkündigt hat, bitte. Römer 1, schlag mal auf. Römer 1, Vers 16. Und vielleicht ist das ja was ganz Neues, was er da gesagt hat. Ich habe eine interessante Übersetzung hier. Das erscheint mir vielleicht was Neues, was er da gesagt hat. Römer 1, Vers 16 und 17. Da heißt es, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung von ein paar Leuten. Steht das da bei euch? Oh, da steht was ganz anderes bei euch. Da steht für jeden. Okay, also dann hat er nicht was Neues gemacht. Ich habe da jetzt was zugemacht gerade. Okay, aber dann hat er aber spätestens weiter gepredigt. Es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt, zu allem, vor allem für die Griechen mal zuerst, weil die sind ja die Gescheiten. Steht das bei euch? Auch nicht. Ja, was hat er denn für ein Evangelium, der Paulus? Ich dachte, der hätte was Neues. Nein, hat er gar nicht. Es steht hier, und jetzt lese ich es richtig. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also das ganz einfache Evangelium hat er hier weitergegeben. Keine theologische, hochtrabende Auslegungspredigt. Nein, einfaches Evangelium. Stephanas wagte als erster den Schritt aus seiner Verlorenheit heraus, weil er sie erkannt hat, aus der Gebundenheit der Sünde, aus der Schuld, aus der Sinnlosigkeit seines Daseins heraus zu Jesus Christus. Genau das brauchen wir in unseren Gemeinden heute. Den Mut zum einfachen Evangelium und nicht irgendeine neue Erkenntnisse, sondern wir haben hier die Erkenntnis Gottes. Wir wissen doch, worauf es ankommt. Jesus starb wo? Am Kreuz. Da lässt sich nichts irgendwo dran herummäkeln. Er ist für dich am Kreuz auf Golgatha gestorben, weil du sündig bist von Natur aus, jeder von uns. Er hat sein Blut vergossen am Kreuz auf Golgatha, weil deine Sünde vor Gott nicht bestehen kann normalerweise. Das geht nicht. Du kannst nicht so Gott begegnen. Du musst jemanden haben, der deine Sünde wegnimmt vor Gott. Und das kann nur Jesus Christus. Weißt du das? Dass du verloren bist ohne Jesus Christus? Du kannst vielleicht schon 10 Jahre hier hinkommen und trotzdem diesen persönlichen Schritt zu Jesus Christus nicht getan haben. Dann tu es heute. Gib deine Sünde Jesus und dann kannst du vor Gott bestehen. Wir müssen den Mut haben, es zu sagen.
Und wir müssen auch den Mut haben zu sagen, dass es einmal ein zu spät gibt. Es ist irgendwann ein Punkt gesetzt, wo es aufhört, wo Jesus uns nach Hause holt, die, die an ihn glauben. Und dann ist es zu spät. Das ist so, wie als wenn du auf dem Flughafen sitzt. Ich habe heute Morgen drüben im Bauernhaus, wir haben dort geschlafen und dann kam heute Morgen eine Maschine dazu rüber, so eine richtig schöne. Ha. Und wisst ihr was? War eine El Al-Maschine aus Israel. Ha. Hat mich richtig gefreut. Kam da so reingeflogen. Wisst ihr was? Es kann sein, dass wir fliegen heute Abend zurück nach Deutschland. Wenn wir nicht pünktlich hingebracht werden, ich bitte dich, bring uns pünktlich, Peter, dann sehe ich den Flieger von hinten. Und dann ist vorbei. Dann habe ich keine Chance mehr. Aufs Geistliche gesehen, heute, ich könnte vielleicht umbuchen und dies und das. Bei Jesus kannst du nicht umbuchen. Das gibt's nicht. Es gibt nur den einen Weg zum Vater im Himmel. Und der geht über Jesus Christus. So etwas zu sagen, das war nicht selbstverständlich in der damaligen Zeit. Jeder, der das Evangelium weitersagt, will und es tut auch, der weiß von dieser Not, bis endlich einer den Mut findet, Ja zu sagen. Bis endlich einer aus einem Ort heraustritt und sagt, ich bekenne mich zu Jesus. Sich dieser Liebe Gottes öffnet. Das ist nicht einfach, wenn keiner aus der Verwandtschaft gläubig ist, wenn keiner am Ort gläubig ist, dann zu sagen, und ich gehe mit Jesus meinen Weg. Wenn der Erste doch den Schritt wagen würde, dann kommt auch irgendwann der Zweite und der Dritte. Nicht, weil das ein Herdentrieb ist, nein, sondern weil sie sehen, ich brauche mich nicht zu schämen, dem Evangelium zu vertrauen. Ich erinnere mich noch an diese Begebenheit. Ich habe das gelesen und das hat mich gepackt, als der Billy Graham evangelisiert hat in London, in der Haringey Arena. 3 Monate hat er evangelisiert, nicht 3 Tage, nicht 3 Wochen. 3 Monate, jeden Abend. Und dann hat er gesagt, und wir werden nicht den Chor singen lassen, so wie ich bin. Dass es nichts mit Emotionen zu tun hat. Und dann sagte seine beiden Sänger, Cliff Barrows und George Beverly Shee, die sagten, es war Totenstille, als Billy Graham aufgefordert hat, komm zu Jesus, komm jetzt nach vorne. Und dann sagte er, es war ganz ruhig und dann knarrten auf einmal die Sitze in der Haringey Arena von den Ersten, die aufgestanden sind. Und dann kamen sie zu Hunderten, zu Tausenden sind sie nach vorne gekommen und haben ihr Leben Jesus Christus gegeben. Wir sollten uns ernsthaft fragen, mich, dich, ob wir vielleicht diejenigen Leute sein sollen, die in unserer Umgebung, die in unserem Vertrauten, wo wir sind, die Ersten sein sollten, die dem Evangelium freien Raum verschaffen. Einfach weitersagen, was Jesus Christus getan hat. Sind wir dazu bereit? Hast du das schon mal probiert in der Schule? An deinem Arbeitsplatz? Bei deinen Nachbarn? Hab doch den Mut, das Evangelium weiterzusagen. Ah, ich kann nicht so reden. Hallo, dann gib ein Traktat weiter. Schweig nicht. Auch wenn noch keiner an Jesus glaubt. Vielleicht bist du ja der Erste, der diesem Menschen von Jesus weitersagt. Lasst euch durch Stephanas Mut machen hier, zu glauben, dass Gott auch heute noch Bekehrungen schenken kann. Morgen an deinem Arbeitsplatz, bei deinem Nachbar oder heute Nachmittag beim Cheffeli. Fürs Internet Kaffee. Wenn du sie einlädst, dann erzähl was. Oder dann sag nicht großartig, sag einfach, ich möchte beten. Und dann tu's. Dann werden die Leute schon, was machst du denn da? Ist das was Rituelles? Ist der Kaffee vergiftet oder musst du da vorher drüber beten? Oder? Du kommst ins Gespräch, ich verspreche es dir. Einer nach dem anderen hier ließ sich von dieser Liebe, von dieser Macht Jesu erfassen. Weil es heißt hier was? 1. Korinther 16, kommen wir mal zurück, 1. Korinther 16, guck mal rein. Da heißt es ja, das Haus, also die ganze Lebensgemeinschaft damals war damit gemeint, Das Haus von Stephanas ist ja mit einbezogen gewesen.
Nicht nur er alleine. Diese Familie bewies eine ganz große Freiheit, als sie sich der Botschaft des Evangeliums aufgeschlossen hat und alle Konsequenzen dann auch sogar daraus gezogen hat, das Evangelium aufzunehmen und das als allererste am Ort. Gott gebe, dass wir diesen Mut aufbringen in unseren Familien und damit auch wirklich in unserem Umfeld sagen, dass wir Christen sind und dass wir Dinge machen, dass wir vielleicht bei manchen Dingen nicht mitmachen, wo schlechte Dinge laufen in unserem Umfeld, bei unserem Arbeitgeber, wo wir ganz klar sagen, da mache ich nicht mit, weil ich bin Christ. Dann musst du aber auch hinterher das leben. Gibt es eine großartigere Botschaft in unserer Zeit der Schuldkomplexe als die, du hast einen so unmessbaren Wert in Gottes Augen, dass Gott seinen Sohn für dich sterben ließ? Wie heißt es in Johannes 3,16? Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für uns gab, für dich gab. Ist das nicht genial? Genau diese Botschaft in unserer Zeit, in der man unter der Sinnlosigkeit des Daseins leidet, als die Botschaft, Gott hat etwas mit deinem Leben vor, und zwar nicht nur hier auf dieser Erde, sondern bis in die Ewigkeit. Das ist unsere Botschaft, das ist unser Glaube, an den wir uns ja festhalten dürfen, den wir weitergeben dürfen. Schlag mal bitte auf Epheser 2, Epheser 2, Vers 10. Epheser 2, Vers 10. Da heißt es in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Stephanas, er hatte den Mut, aber er blieb nicht nur stehen bei diesem Mut zum Glauben, nein. Als Kind Gottes bewies er den Mut auch was? Den Mut zu dienen. Und das ist das Zweite heute Morgen. Hast du Mut zum Dienen? Nicht nur Mut zum Glauben, sondern auch Mut zum Dienen? In einem Vortrag, den ich gehört habe, wurde einmal gesagt, man redet heute viel von der christlichen Weltanschauung. Und viele Christen schauen auch die Welt nur noch an heute. Aber hier muss gearbeitet werden. An der Welt. Wir sollten nicht nur eine christliche Weltanschauung haben, sondern wir sollten an der Welt und in der Welt arbeiten. Da, wo der Herr uns hingestellt hat. Die ersten Christen wussten das, dass sofort, das musste man ihnen gar nicht erklären, man wird Christ, um was? Um zu dienen, um mitzuarbeiten, um sich abzumühen, nicht um zuzuhören im sonntäglichen christlichen Club. Dafür sind wir nicht Christen geworden. Bitte nochmal 1. Korinther 16. Was steht da? 1. Korinther 16, Vers 16. Was hat der Stephanas, was haben wir in Verbindung mit Stephanas gelesen? 1. Korinther 16, 16. Ordnet auch ihr euch solchen unter und jedem, und jetzt, der mitwirkt und arbeitet. Aha. Die ersten Christen waren also schaffende Christen. Das waren Leute, die mit angepackt haben. Das waren nicht nur diese Aquariumschristen. Ihr Glaube nahm im wahrsten Sinne des Wortes greifbare Formen an. Die haben mit angepackt. Wisst ihr, ich habe vor 14 Tagen ein sehr einschneidendes Erlebnis gehabt. Ein
26-jähriger junger Mann, ein Freund unseres Missionswerkes, ist verunfallt auf sehr tragische Weise. Und es war mir sehr schwer, weil ich ihn sehr gut gekannt habe, schon seit vielen Jahren, auch seine Familie. Er war ein junger Mann, der schon früh in seiner Kindheit mit Krankheit zu tun hatte. Er war anders als die anderen jungen Leute. Er war an manchem ausgegrenzt, weil er nicht so mitmachen konnte wie die anderen, so auf die Piste gehen, ne? Abends nochmal Meckes, gib ihm. Ging nicht bei ihm. Er musste langsam machen. Und das fiel ihm schwer. Aufgrund der ganzen Krankheit, die er hatte, konnte er keinen Führerschein machen. Er war nie so mit dabei bei den jungen Leuten, wenn sie auf Achse waren. Aber wisst ihr, was dieser junge Mann hatte? Er hatte ein Herz für die Sache Gottes. Er betete. Sonntags morgens, wenn ich in diese Gemeinde kam, die haben immer eine halbe Stunde vorher Gebetszeit gehabt. Wisst ihr was? Nicht ein einziger junger Mann war da zu finden, aber er. Er hat sich um die musikalische Abteilung in dieser Gemeinde gekümmert. Er war nie unvorbereitet, er war immer vorbereitet. Er hat Menschen von Jesus an seinem Arbeitsplatz erzählt, wie kein anderer in seinem Umfeld. Und jetzt, ich habe ihn das letzte Mal noch an Ostern gesehen in Jerusalem. Und ich habe nicht gewusst, dass es das letzte Mal sein würde. Und seinen Eltern auf der Beerdigung habe ich dann gesagt, ich werde Christopher wiedersehen. Und zwar im himmlischen Jerusalem. Und wenn wir ihn hier vielleicht auch nicht kennen, ihr kennt ihn bestimmt auch nicht, Christopher Wessler. Aber der Herr kennt ihn. Und vielleicht hat er nie ein Buch geschrieben. Und er hat nie irgendwie was Großes getan. Aber da oben beim Herrn, da bin ich von überzeugt. Christopher ist eine ganz große Nummer. Weil er treu für den Herrn gedient hat. Weil er ein dienendes Herz hatte. Und das habe ich mir bei diesem Jungen gemerkt. Ich tue es manchmal zu wenig. Er hat es mit voller Hingabe getan. Wo tun wir es? Im Dank gegenüber Jesus Christus erschöpft sich nicht nur so in mal ein Mail schreiben oder mal ein Briefchen senden, nein, sondern mit anpacken. Bitte, die Arbeit, die die Familie des Stephanas tat, ist hier nicht näher beschrieben. Aber guck mal rein in Vers 15b, was heißt da? Da heißt es, Vers 15b, und dass sie sich dem Dienst an den Heiligen gewidmet haben. Sie nahmen einfach die Arbeit, die in dieser neu entstandenen Gemeinde anfiel, auf sich. Sie stellten ihr Haus zur Verfügung mit all der Unruhe, mit all dem Schmutz, die damit verbunden waren. Ich bin vor kurzem bei einer Familie gewesen und dann sage ich, oh, wie geht's eurem Hauskreis? Und dann sagt er, ja, das hat sich, der Hauskreis ist nicht mehr bei uns in der Gemeinde da, das die Familie, wo wir das gemacht haben, hat neu gebaut. Sag ich, oh, ja, dann haben die doch mehr Platz jetzt, oder? Ja, eigentlich schon, aber die haben gesagt, die haben dann ein besonderes Parkett eingearbeitet und da sollte man die ersten 2 Jahre jetzt nicht so mit den Schuhen drauf und reiß das Parkett raus! Was ist dir denn wichtiger, das doofe Holzparkett oder dass jemand zum Glauben kommt? Ich habe auch gerne Holzparkett, ist ja kein Thema, aber wenn das Kriterium ist, das kann doch nicht wahr sein. Damals die Familie Stephanas, sie taten bestimmt Fürsorgedienste, wie es sich halt so ergab. Sie übernahmen Besorgungen in der Gemeinde, wie zum Beispiel das Überbringen eines Gemeindebriefes, weil das ist ja passiert hier, das können wir lesen an den Apostel in Ephesus. Stephanas, er hat es getan. Wir haben einen Bruder bei uns im Missionswerk, der ist Frührentner, der wohnt nicht bei uns im Missionswerk, ist auch gar nicht auf unserer Lohn- und Gehaltsliste, das ist auch gut so. Aber der hat gesagt, Johannes, wenn du irgendwie mal was hast und du musst was gefahren haben, dann ruf mich an. Und wir nennen ihn scherzhaft unseren Pfarrer, obwohl er der Fahrer ist.
dann rufen wir ihn an und dann sagt, fahr dahin, mach das. Wir haben jetzt zwei Schweine geschenkt bekommen. Ich weiß, jetzt kommen die Rindfraktion und die Vegetarier, wie kann man nur. Schenk mir ein Rind, dann hole ich auch das. Also, wisst ihr, ich habe den angerufen, wir dürfen am Freitag zwei Schweine abholen. Ist das nicht genial? Zum Start des Semesters. Philipp, kommst du gerne, ne? Ja. Ich brauche ihn nur anrufen, er tut's. Stephanas war ein Gesandter des Herrn. Guck mal rein, Vers 17. 1. Korinther 16, Vers 17. Ich freue mich über die Ankunft des Stephanas und Fortunatas und Achaikus. Wir sind Gesandte des Herrn, du und ich. Schau mal rein, 2. Korinther 5, Vers 20. Wenn du mir das nicht glaubst von der Stelle her, könnte man jetzt sagen, ja, ist ein bisschen komischer. Ja, aber die waren ja Gesandte. Ich freue mich über die Ankunft des Stephanas. So, jetzt schlag mal auf 2. Korinther 5, Vers 20. Und da wird sehr deutlich, dass du und ich, wir Gesandte Gottes sind. 2. Korinther 5, Vers 20. So sind, und jetzt steht da kein Name, sondern da steht wir. Da bist du und ich gemeint. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. Autsch. Ermahnen? Jetzt geht's weiter. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Ein Botschafter ist nichts anderes als ein Gesandter. Du bist gesandt, die Botschaft von Jesus weiterzugeben. Wir sollen im Auftrag Gottes unterwegs sein. Wir sollen ermahnen. Das können wir gut. Wir können bitten. Ja? Wir können auffordern. Wir können ermutigen. Wir sollen auch was? Den Herrn repräsentieren, weil das ist ein Gesandter. Du repräsentierst Jesus Christus, den Vater im Himmel. Hier auf Erden. Also repräsentieren tun wir ja gerne, aber ob wir Jesus repräsentieren wollen, das ist immer so eine Frage. Für diesen Auftrag hat Stephanas Zeit und Geld geopfert. Davon bin ich überzeugt. Um diesen gefährdeten geistlichen Kontakt zwischen Gemeinde, Korinth und Paulus wieder in Gang zu bringen. Auch wir müssen manchmal verzichten für den Dienst des Herrn. Oho, jetzt kommt die Geldpredigt, ja? Nein, absolut nicht. Aber ich bin davon überzeugt, dass Dienst für den Herrn immer was Persönliches zu tun hat, nicht nur oberflächlich. Stimmt's? Dienst für den Herrn hat doch was Persönliches mit dir und mit mir zu tun. Du kannst doch nicht einfach nur so darüber sprechen. Dienst für Gott ist immer persönlich. Das hat was mit deiner Freizeit zu tun, das hat was mit deinem Geld zu tun, das hat was mit deiner Zeit zu tun. Dienst für den Herrn. Sicherlich taten sie damals auch den Dienst der Versöhnung. Da bin ich von überzeugt, das Wort Gottes als Brot des Lebens anzubieten. Na klar, hundertprozentig. Aber da war noch mehr. Mit verschiedenen Wörtern beschreibt der Apostel Paulus ihren Dienst. Hier in 1. Korinther 16, Vers 16, steht vom Griechischen her das stärkste Wort für Arbeiten. Das allerstärkste Wort, was die griechische Sprache kennt, für Arbeiten. Da steht so etwas, das können wir gar nicht mit einem Wort ausdrücken, sich abmühen, plagen. Wir würden vielleicht so auf Platt sagen, schuften. Schuften für den Herrn. An einer Arbeit in der Gemeinde, die keine Mühe mit sich brächte, da haben die Christen damals gar nicht dran gedacht, weil es brachte Mühe, sich einzusetzen für den Herrn. Wir sollten uns das bitte merken und darüber mal nachdenken. Diener sein, das war damals, wie auch heute, eine eher verächtliche Tätigkeit. Man wollte nicht Sklave sein, Diener, nein. Ein
Philosoph der damaligen Zeit, und zwar in der Zeit des Korinths. Er gehörte zu den Sophisten, das war eine besondere Richtung der Gelehrten in Korinth. Er hat in einer Geschichtsschreibung ist aufgeschrieben worden, wie könnte denn ein Mensch glücklich sein, der irgendeinem anderen dienen muss? Das ganze Ärgernis der christlichen Existenz heute, genauso wie damals, wird dadurch deutlich, dass die ersten Christen es für richtig befunden hatten, gerade diese verachtenden Dinge, dieses Dienen zum typischen Ausdruck eines Jüngers Jesus zu machen. Das war für sie normal. Deshalb gehörte Mut zu dieser Haltung, die Stephanas bewies, dass er gedient hat. Er zeigte, dass der Mensch, wenn er Christus aufgenommen hat, eine neue Grundeinstellung zu seinen Mitmenschen hat. Und wir spüren etwas davon in unserer Zeit, dass man überall dort, wo das Evangelium an Einfluss verliert, auch die Freude am Dienen schwindet. Die ist nicht mehr da. Ich möchte nicht mehr dienen. Wenn das Evangelium, wenn Jesus nicht im Mittelpunkt steht, dann habe ich kein Interesse daran zu dienen. Nur noch die Wortdienstleistung wird in den Vordergrund gestellt. Nur noch so, oh, wenn ich predigen kann, wenn ich auf der Kanzel stehe, das ist ja Dienen für den Herrn. Nein, absolut nicht. Sie haben sich in dem Dienst für die Heiligen gewidmet, heißt es hier in 1. Korinther 16, Vers 15. Und wir, du und ich, was tun wir denn? Wo sind jene, die den Mut haben zu dienen? Heute, was wollen wir alle gerne? Alle gerne feiern, richtig? Och, gestern Abend, ich weiß nicht, ich habe das so gerochen. Ich bin so ein bisschen da noch unterwegs gewesen und dann habe ich so gerochen, oh, da war der Grill an, da war der Grill an. Ihr nennt das Grillieren, ne, in der Schweiz. Oh, da und da. Alle wollen gerne grillieren, richtig? Stimmt's? Ja. Ja, also. Ja, ich denke gerade schon, ich bin hier bei Vegetariern. Aber Vegetarier können auch grillen, davon ab. Ne? Also so eine schöne, leckere Bohne, aber für dich, nicht für mich. Dieses Grillieren, alle wollen es gerne, aber wenn es daran geht, so, mach mal den Grill fertig, hol mal die Kohle, oh, ich habe einen Gasgrill, pong, zack, an, ja, oder so. Jeder möchte gerne grillen, aber wer macht denn dann hinter den Grill sauber? Ich weiß das bei uns, von uns zu Hause, das ist, jeder möchte gerne grillen, wer macht's denn? Wer stellt sich denn draußen hin bei Wind und Wetter? Mein Schwiegersohn eröffnet die Grillsaison immer am 31.12. wer geht raus? Wer macht's? Ja? So. Hinterher essen und feiern, das wollen wir alle gerne, aber aufräumen, wer tut das denn dann? Tja, das ist so eine Sache. Bei uns in der Bibelschule gibt es ein Schild, da steht drauf, es gibt viel zu tun, fangt schon mal an. Schon mal gesehen, Philipp, das Schild? Bei Hans Martin. Ja, da hängt das Schild. Tja, unser Ältester, mein Sohn, wenn es um Spülen geht, ich weiß nicht, ob das ist ein Phänomen bei uns in der Familie. Wenn es um Spülen geht, dann geht mein Ältester immer und sagt, ah, ich muss noch mal eben auf Toilette. Kennt ihr meinen Sohn? Komisch, das muss ein Phänomen sein, was irgendwie, wenn es so ums Anpacken geht, der wird sich umgucken. Nächsten Samstag ist übrigens noch eine Hochzeit. Er heiratet, mein Ältester. Er heiratet. Ich bin gespannt, ob er wirklich heiratet, weil ich habe die Traupredigt. Und er wird sich noch umgucken, ob dann wirklich so manche Dinge stimmen, auch in seiner Ehe, und ob das so alles klappt mit dem dann auf Toilette gehen. Ne? Dieses Gebet, was man ja oft in der Ehe so hat, so, wenn es so anfängt, kennst du das? Das gemeinsame Gebet in der Ehe. Herr, schenk mir Gesundheit und meiner Frau die Kraft zum Arbeiten. Ne?
das ist ja, bin mal gespannt, wie das wird bei meinem Sohn. Wie sieht's bei dir aus? Also nicht mit dem Spülen. Wie sieht's bei dir aus? Bist du bereit, dich einzusetzen für den Herrn? Oder machst du es wie auf diesem Schild? Fang schon mal an. Als Nachfolger Jesus sollten wir Jesus doch nachfolgen. Stimmt's? Aber ich habe oft so den Eindruck, auch bei mir, ich bleibe lieber so stehen. Lass mal den Herrn laufen. Und da habe ich ein Problem. In unseren Gemeinden. Was hat der Herr denn für uns getan? Bitte schlag mal auf. Markus 10, 45. Was hat er denn getan? Was hat er für dich und für mich getan? Bitte schlag auf. Matthäus 10, 45. Ah, Markus. Entschuldigung. Ihr passt auf, ist gut. Ihr seid noch nicht eingeschlafen. Markus 10, 45. Markus 10, 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Unser Leben können wir nicht als Lösegeld geben, das brauchen wir auch gar nicht. Jesus hat das schon getan, am Kreuz auf Golgatha, aber das Dienen, das hat er uns nicht abgenommen. Du brauchst dein Leben nicht als Lösegeld geben, aber das Dienen, das steht an. Die Zeit und Kraft opfern, um die Gemeinde Jesu zu mehren und beieinander zu halten, lohnt sich das denn überhaupt noch? Ist das denn überhaupt noch angesagt? Stephanas zeigt uns, dass es sich lohnt. Und er packt mit an. Er zeigt sogar was, und das ist das dritte und letzte, er zeigt Eigeninitiative. Er hatte Mut zur Eigeninitiative. Das ist das dritte und letzte. Dieses Bibelwort aus 1. Korinther 16, Vers 15 und 16, spielte eine ganz bedeutende Rolle in der geistlichen Entwicklung eines englischen Christen, der sehr bekannt ist weltweit. Und zwar John Bunyan. John Bunyan. Er lebte 1628 bis 1688. Er war ein Baptist. Und er schrieb dieses Buch, was heute noch gelesen wird, Bunyans Pilgerreise. Und er schrieb in seiner Bibliografie über diesen Text, schrieb er, dieser Text brachte mich zu der Erkenntnis, dass der Heilige Geist niemals wollte, dass Menschen die Gaben und Fähigkeiten haben, diese in der Erde vergraben, sondern dass er, der Herr, sie anstachelte, ihre Gaben zu gebrauchen. Und deswegen begann ich meine Arbeit, John Bunyan, und wirkte für den Herrn. Mit diesen Sätzen rechtfertigte er seinen Dienst als Prediger. Und er war nicht lange Prediger, weil er saß 12 Jahre lang im Gefängnis, weil er gepredigt hat. Damals die anglikanische Hochkirche in England hatte verboten, dass er predigt, weil einer, der nicht von der anglikanischen Hochkirche kommt, darf nicht predigen. So war das damals in England. Er war aber Baptist und er hat sich einfach an die Ecken und hat an den Straßen gestanden und hat das Wort Gottes verkündigt. Und dann hat man ihn festgenommen und er ist 12 Jahre lang dafür ins Gefängnis gegangen. Und dann hat man ihn immer wieder zwischendurch gefragt, lässt du es bleiben, dann kommst du raus. Dann hat er gesagt, ich werde überall von Jesus und von seinem Wort weitererzählen. Dann bleibst du drin. Oh, gut, dann bleibe ich drin. Das war John Bunyan. Also, da stieß dieser John Bunyan auf diesen Abschnitt in der Bibel, dass sich Menschen selbst zum Dienst verordnet haben, weil so heißt es nach Luther. Nach Luther heißt es, sie waren Erstlinge in Achaia und sie haben sich selbst verordnet zum Dienst der Heiligen. Hier fand sich also eine Familie bei dem Stephanas, die nicht geschoben oder gezogen werden musste für die Aufgaben in der Gemeinde.
Der Dienst musste ihnen nicht von Paulus abgebettelt werden. Ach, könntest du nicht einen Kuchen backen? Bitte, bitte, bitte. Könntest du nicht mal mithelfen bei der Israel-Konferenz nächste Woche? Ach, bitte, hilf doch. Ist nicht nächste Woche, Ende des Monats. Bitte helf doch. Nein, die kamen von alleine und sagten, wir wollen alle. Eigeninitiative. Sie ergriffen selbst die Initiative dazu. Sie machten es so wie der John Bunyan. Er sagte, ich begann meine Arbeit und wirkte entsprechend meinen Gaben und meinem Glauben, ob es den anderen passt oder nicht. Es geht nicht so sehr darum, ob den Menschen mein Dienst passt, sondern ob es Gott passt, ob es Gott wohlgefällig ist, was ich tue. Es geht um den Dienst für den Herrn und da gilt es, gehorsam zu sein und mit anzupacken oder auch zu gehen, wenn er ruft. Wenn er dich gerufen hat, dann geh. In 2 Wochen fängt bei uns die Bibelschule an. Jetzt sagen einige schon, jetzt spricht er wieder über Bibelschule. Ja, ich spreche darüber, weil es junge Menschen braucht. Das Feld ist reif zur Ernte und es fehlen Erntearbeiter. Wir bräuchten in der Mission dringend Leute und wir haben sie nicht. Wir könnten jetzt noch 2, 3 Leute sofort annehmen. Junge Leute, seid ihr bereit? Wenn Gott dich ruft, dann sag ja und komm. Sind noch 2 Wochen, ist genügend Zeit. Meld dich doch an. Und wenn du nicht da sitzt, dann da. Meld dich an. Tu's. Es braucht Leute in der Mission. Wenn Gott dich ruft zu deinem Nachbarn, dann warte nicht eine Woche. Geh heute und sag's ihm. In dem, was Stephanas tat, wurde er zum Vorbild für andere. Er wurde zum Vorbild für mich. Es blieb aber bei dem Stephanas nicht bei den einfachen Aufgaben. Er gewann an Achtung vor Gott und vor Menschen und auch in der jungen Gemeinde zu Korinth. Und am Ende von Vers 17, was steht da, bitte? Darum erkennt solche an. Durch das Wort anerkennen kann man annehmen, dass Stephanas eine leitende Funktion damals in der Gemeinde hinterher dann bekommen hat. Weil diese Stelle der Anerkennung, gerade auch im Zusammenhang, können wir das lesen mit 1. Thessalonicher 5, wo es um die Ältesten geht und so weiter, da Anerkennung. Man kann davon ausgehen, dass er dann dazu gehörte, zu diesen Ältesten der Gemeinde. Stephanas hat unten angefangen. Er war bereit, und ich möchte es jetzt mal so sagen, Liederbücher auszuteilen, Stühle zu stellen, Kaffee zu kochen und seine Hütte zur Verfügung zu stellen. Und was sagt Gott uns dazu? Bitte, vorletzte Bibelstelle, Lukas 16, Vers 10. Lukas 16, Vers 10, und ihr habt die bestimmt schon oft gehört, sie ist schon oft hier zitiert worden. Lukas 16, Vers 10. Lukas 16, Vers 10, da heißt es, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Das ist ein biblisches Prinzip und daher lasst uns bitte Menschen werden, die diesen Mut zur Eigeninitiative haben, nicht zum Herrschen, nicht zu einer besonderen Dienstleistung, nein, nicht zur Übernahme eines Kommandos, nein, sondern zur Übernahme von dem Auftrag, den der Herr dir gibt. Eigeninitiative, in dem Glauben tätig werden, was er dir sagt, das tu. Lasst uns ganz normale Christen sein, wie ein Stephanas, mit dem Mut zu einem großen Glauben. Mit dem Mut zum Dienen und mit dem Mut zur Eigeninitiative. Ein altes Kirchenlied drückt es so aus, in der 7. Strophe heißt es dort, Herr der Ernte, groß und gut, weck zum Werke Lust und Mut. Und das wünsche ich mir,
bei jedem Einzelnen von uns. Das wünsche ich nicht dir, das wünsche ich uns. Da bin ich mit eingeschlossen. Dass wir Mut haben, uns für den Herrn einzusetzen und ganz normale Christen sind, dann passiert etwas demnächst in unserer Umgebung. Und zum Abschluss, diese ganze Botschaft wird zusammengefasst in zwei Versen der Bibel. Psalm 118, Vers 24 und 25. Psalm 118, Vers 24 und 25. Da heißt es: Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Ach Herr, hilf! Ach Herr, lass wohl gelingen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Treuer Gott und Vater, wir wollen dir Danke sagen dafür, dass du uns in deinem Wort, dieser edlen Gabe, immer wieder Menschen zum Vorbild gibst. Gerade die Christen in der ersten Gemeinde, die uns zum Vorbild werden dürfen. Gib doch, dass wir wieder genau diesen gleichen Rettersinn bekommen, wie sie damals. Den gleichen Einsatzsinn, dass wir uns einsetzen für die Sache des Herrn, nicht aus Eigensucht, sondern weil du uns den Auftrag gibst. Und Herr, lass uns den Mut haben, das Evangelium zu verkündigen. Mit Wort und mit Tat. Und vielleicht auch mit Schriften, die wir weitergeben dürfen. O Herr, befähige uns in dieser kommenden Woche, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, wenn sie uns noch bleiben sollten, dazu, dass wir gute Zeugen, gute Lichter, gute Christen sein können, weil du es von uns so forderst aus deinem Wort. Und Herr, lass uns gehorsam sein und gib uns Gnade dazu. Und Herr, wir bitten dich, Maranatha, unser Herr, komm und komme bald. Amen.